Wenn es um deine Lieblingssnacks geht, würdest du dann eher beißen, lecken oder nichts machen? Testen wir deine Entscheidungsfähigkeit mit dieser super lustigen 1-2-3-Go-Challenge. Beißen, lecken oder nichts? Hey, schaut euch mal diese super Party an. Tolle Kostüme, Leute. Aber jeder weiß, dass das Beste an einer Party der Snacktisch ist. Hey, Jess, ich verhungere. Darf ich hier wohl einen kleinen Bissen davon nehmen? Ach Mann, wie eklig. Das Ding ist vollgesabbert. Vielen Dank, mein Lieber. Vielleicht wird dir die Harry Potter-Doppelgängerin ihren Apfel mit dir teilen wollen, Jess. Es macht dir doch nichts aus, wenn ich mir ein kleines Stück von deinem Obst stibitze, oder? Klar, wenn es dir nichts ausmacht, dass ich es zuerst abgeleckt habe. Mann, wer hätte gedacht, dass ich bei dieser Kostümparty vor so vielen schweren Entscheidungen stehen würde? Oh, das sieht so gut aus. Darf ich da wohl ein bisschen dran schlecken? Chocolate Chip Cookie Dough. Oh, meine Lieblingssorte. Oh, hoppla, tut mir leid. Da habe ich wohl ein bisschen übertrieben, nicht wahr? Oh, schau dir nur dieses perfekte Stück Kuchen mit Heidelbeeren an. Ich stell's mal am besten ab, sonst esse ich es in einem Happen auf. Oh, hey Mädel, schön, dass du zur Party kommen konntest. Hey, was zum Himmel ist mit meinem Nachtisch passiert? Kevin, warst du das? Nö, ich hasse Süßspeisen. Oh, das reicht. Diese Party kann sich jetzt von Frau Nicebice verabschieden. Ich bin vor Hunger schlecht drauf und fürchte mich nicht, das zu zeigen. Hey, wo zum Himmel sind wir denn? Was ist denn mit der Party passiert? Oh, hallo Leute. Ihr fragt euch, was los ist? Ich dachte mir, da ihr so gerne Sachen esst und ableckt, würde euch eine gute alte Essens-Challenge gefallen. Ihr müsst jetzt bei jedem Teller entscheiden, wer beißt, wer leckt und wer nichts macht. Verstanden? Also Leute, ihr haltet am besten euren Appetit parat. Und hier ist unsere erste Challenge. Na, worauf wartet ihr? Nehmt den ollen Deckel ab. Hühnerfüße? Oh Mann, ich hoffe, die springen vom Teller runter und laufen ganz weit weg. Oh nee, du wirst da doch nicht wirklich reinbeißen, oder? Willst du mal kosten? Das sieht zäh aus. Schnell, hol mir einen Eimer. Okay, Sophia, du bist an der Reihe. Nee, ich glaube, ich kann das nicht. Wie soll ich denn bitte meine Zunge da dran halten? Wenn du doch nur einen Zauberspruch hättest, um diesen Fuß verschwinden zu lassen. Also gut, ich hab's geschafft. Jetzt lass mich in Ruhe, okay? Mann, Kevin, da bist du aber gut davon gekommen, oder? Okay, kann bitte jemand diese ekligen Dinger wegnehmen? Jetzt bringen wir den Ball mal richtig ins Rollen, ja? Hey, die erkennen wir doch, das sind Zitronen. Sieht so aus, als würde Vicky die ordentlich ablecken. Och, armer Kevin, der hat danach bestimmt Blasen im Mund. Ah, ich leck die, kein Ding. Oh, das ist ganz schön sauer. Mach mal halblang, Vicky, Kevin will auch noch ein Stück. Du weißt aber schon, dass man die Schale nicht mit isst, oder? Oh Mann, das ist ein ziemlich verzogenes Gesicht. Bereit für die nächste Runde? Nasses, schleimiges Hundefutter. Mann, es riecht wie... Ja, nasses Hundefutter. Weiter geht's. Es ist Zeit, die Karten auszuteilen. Ja, oh, das ist der glücklichste Tag meines Lebens. Oh Mann, ich muss das Zeug mit der Zunge berühren. Oh, mir ist jetzt schon ganz schlecht. Oh, wie kann das denn jetzt mein Leben sein? Okay, Sophia, du schaffst das, du schaffst das. Müssen wir dabei zuschauen? Oh, schnell, die explodiert gleich. Oh Mann, warum muss ich diejenige sein, die den Eimer hält? Igitt, du riechst nach Hund. Also gut, dann bring ich's mal hinter mich. Warum schmeckt denn das wie alte Bohnen? Naja, es hätte schlimmer sein können, muss ich sagen. Io, was ist denn los mit dir, Kevin? Bereit für die nächste Runde? Grüner Schleim. Ach, herrje, leuchtet dieses Zeug etwa? Ah, perfekt. Ich darf mich einfach zurücklehnen und zuschauen.
Oh Mann, ich muss lecken. Du weißt, was das heißt, Vicky. Du musst heute in Schleim beißen, Mädel. Die meisten von uns haben in ihrer Kindheit zu hören gekriegt, dass man das Zeug nicht in den Mund nehmen soll. Aber heute wird alles auf den Kopf gestellt, richtig? Oh, das sah nicht so aus, als hätte das gut geschmeckt. Also gut, es gehört ganz dir, Vic. Oh Mann, dieses Zeug ist richtig widerlich. Es ist wie ein riesengroßer Popel oder sowas. Okay, das wird schon schief gehen. Igitt, schmeckt das fürchterlich. Geht's nur mir so? Oder sieht dieser Schleim nicht aus wie ein richtiger Popel? Eklig. Was denn? Ich will nur ein Stück zum Spielen haben. Ach Mann, im Ernst? Oh, wie ekelhaft. Seid ihr bereit für das, was dieses Mal auf dem Teller ist? Oh, auf keinen Fall. Oh, ist das Ding überhaupt schon tot? Mann, das sind aber viele Tentakel. Boah. Okay, habe ich mir das nur eingebildet oder hat sich das Ding gerade ein bisschen bewegt? Oh, Kevin! Worauf wartest du, Sophia? Teilen wir die Karten aus. Oh, was für ein Glück. Oh, ich habe nichts erwischt. Yes! Oh nee, ich muss ernsthaft in dieses Vieh beißen. Tja, Sophia, das heißt, du hast die nicht so tolle Leckkarte erwischt. Also gut, ihr schleimigen Arme und unzähligen Tentakel. Ich werde euch jetzt ablecken. Oh Mann, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so was Widerliches gemacht. Ich wette, das Ding schmeckt so schlimm, wie es riecht. Hey, pass auf den Kopf auf, Junge! Nee, ich schau mal eben, ob dieses Kerlchen etwas Wasser braucht. Auf geht's, Sophia. Ein Kaktus? Ist das überhaupt Essen? Na, misch die Karten mal gut durch, Vicky. Nehmt euch eine, Leute. Oh, du musst in den Kaktus beißen, Vicky. Na, dann viel Glück. Sophia hat diesmal echt Glück gehabt. Und Kevin wird sich gleich echt die Zunge kaputt machen. Ich hab eine Idee. Kevin, nein! Worauf wartest du, Vicky? Nimm mal ein bisschen. Vicky, nee, du machst deinen kompletten Mund kaputt. Ich hab nur so getan, seht ihr? Du bleibst jetzt da drunter, Kevin. Wir können dich gerade echt nicht sehen. Wow, dieser Nachtisch sieht echt bärenmäßig aus, muss ich schon sagen. Also gut, Leute, zeigt uns eure Karten. Ich kann es kaum erwarten, ein bisschen von dieser köstlichen Süßspeise zu nehmen. Ach Mensch, ich darf es nicht mal probieren. Ich würde am liebsten hineinbeißen. Naja, aber ich leck's auch jederzeit gerne ab. Oh, das Ding riecht so himmlisch. Warum schmeckt denn das so bitter? Nimm das bloß weg. Ja, es riecht okay. Oh, das ist kein Nachtisch, das ist ein Stück Seife. da habe ich aber Glück gehabt. Bereit für das nächste, Leute? Das ist eine Pepperoni. Abracadabra, verwandle diese Pepperoni in Schokolade. Das ist es, was ich wirklich von dir will. Da musst du wohl noch ein bisschen an deinen Zauberfähigkeiten arbeiten, Sophia. Dreht noch nicht durch, Leute. Teilen wir die Karten aus. Oh, Gott sei Dank, ich hasse scharfes Essen. Nee, ich will das Ding nicht ablecken. Ach, Mann. Okay, Kevin, ich hoffe, du hast ein bisschen kaltes Wasser parat. Wenn allein die Haut schon für eine Scharfreaktion im Mund sorgt, dann weißt du, dass das eine scharfe Pepperoni ist.
Aber sieht so aus, als wäre Sophia immun gegen die Schärfe dieser Pepperoni. Okay, ich schaff das, oder? Oh, es ist nicht ganz so schlimm in Wirklichkeit. Oh, wobei... Oh, auf die Feuerwehr, ich brauche einen Wasserschlauch. Hey, hey, Vicky, stell das Ding weg. Ja, Milch, das ist genau das, was du brauchst, Kevin. Hey, lass noch ein bisschen was für den Fisch da. Mal sehen, was die Gruppe gleich als nächstes verschlingen darf. Wow, der Kuchen sieht echt lecker aus. Erdbeere, Himbeere, Kirsche? Hm, wer weiß, welchen Geschmack der hat. Hey, ihr habt nicht mal in eure Karten geschaut. Meine Damen und Herren, zeigt eure Karten. Ich darf die pinke Glasur kosten. Ha, ich muss wohl Geburtstag haben, denn ich nehme gleich einen großen Bissen weg von diesem Kuchen. Und das heißt leider, dass Kevin nichts bekommt. Och, tut mir leid, Junge. Entschuldigung, ich werde das Ding näher an meinen Platz am Tisch rücken. Ich glaube, du solltest nur einmal lecken, Vicky, oder? Mal sehen, an welcher Seite ist mehr Glasur? Oh, du hast aber richtig zugelangt, Sophia. Hey, kann ich bitte auch ein bisschen haben? Bitte, bitte? Na klar, Kevin. Er gehört ganz dir. Boom. Ach, Kevin. Hast du da wirklich nie mit gerechnet? Hey, niemand lacht Superman aus. Naja, du hast das schon ein bisschen verdient, Sophia. Hey, kann bitte mal jemand meine Brille putzen? Ich kann gar nichts sehen. Und, hat dir diese gruselige Beißen-Lecken-Nichts-Challenge gefallen? Schau dir diese Szenen hinter den Kulissen an, um einen echten Schrecken und ein paar Lacher zu sehen. Teile dieses Video ruhig mit deinen Freunden und vergiss nicht, die YouTube-Seite vom 1-2-3-Go-Challenge zu abonnieren, um weitere tolle Videos wie dieses zu schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.